diesjährigen Empfang die politische Prominenz. So, hallo, ich bin also hier beim Neujahrsempfang der Stadt Schweinfurt und habe den Oberbürgermeister Stadt Schweinfurt, den Herrn Remmele, vor der Kamera. Herr Remmele, rückwirkend 2013, wenn Sie so nachdenken, was waren die schönsten Ereignisse im Jahr 2013 für Sie? Das war sicherlich die Eröffnung der Landesausstellung Mein und Mehr gewesen mit den Ministerpräsidenten und dann am Ende 90.000 Besuchern. Das war auch kulturell gesehen die Eröffnung der Gunter-Sachs-Sammlung. Das waren aber auch kleine Termine, wie zum Beispiel die Fertigstellung der Mainlände mit dem Jugendgästehaus und dem Hauptzollamt. Das sind Termine wie die Eröffnung des Kundeninformationscenters in der Innenstadt. Also eine Vielzahl von hochfreudigen Ereignissen im letzten Jahr. Was wünschen Sie sich für 2014? Ist ja ein Wahljahr, ist ein sehr ereignisreiches Jahr. Was wünschen Sie sich persönlich so für das Jahr 2014? Also persönlich wünsche ich mir natürlich, dass ich wieder gewählt werde am 16. März 2014. Das ist, glaube ich, ganz legitim. Würde mich aber sehr freuen, wenn die Wahlbeteiligung entsprechend hoch ist und viele, viele Schweinfurter an die Urne gehen und dort ihr Kreuzchen machen, wo sie es für richtig halten. Ganz wichtig ist natürlich für mich persönlich und für die Stadt Schweinfurt der Abzug der amerikanischen Streitkräfte im September dieses Jahres. Hohe Steuereinnahmen und niedrige Arbeitslosigkeit, auch das wünsche ich mir. Sie haben bei Ihrer Neujahrsrede erwähnt, dass eventuell ein Großkonzert nach Schweinfurt kommt. Wissen Sie da schon Näheres? Nein, wir haben aber Anfragen für mehrere Termine von einer großen Organisationsfirma und hoffen, dass wir also auch in diesem Jahr musikalisch einiges bieten können. Sie haben auch einen großen Teil Ihrer Rede des Gaskraftwerks gewidmet für 2014, wo also in Planung ist. Wie stehen Sie dazu? Sehr, sehr positiv. Wir wollen die Energiewende aktiv mitbegleiten und brauchen neben dem Ausbau der regenerativen Energien, vor allen Dingen der Windkraft, natürlich auch Ersatzstromproduktionsmöglichkeiten, wenn der Wind mal nicht weht oder die Sonne mal nicht scheint. Und dafür ist so ein Ersatzkraftwerk mit ca. 500 Betriebsstunden pro Jahr eine gute Sicherheit. Also gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg fürs Jahr 2014 und für Ihre Wiederwahl. Das wünsche ich Ihnen persönlich auch. Danke.